die die Menschheit weiter rückt, kostet Ströme Blutes. Und ist das nicht etwas teuer? Ist das Leben des Individuums nicht vielleicht ebenso viel wert wie das des ganzen Geschlechtes? Denn jeder einzelne Mensch ist schon eine Welt, die mit ihm geboren wird und mit ihm stirbt. Unter jedem Grabstein liegt eine Weltgeschichte. Dieser Satz stammt von Heinrich Heine. Unter jedem Grabstein eine Welt. Das stimmt für die Menschen, die das Glück hatten, nach einem satten Leben, alt, quasi vom Leben müde zu sterben. Heute gedenken wir an einen, der nicht alt starb, der sein Leben noch nicht gelebt hatte. Unter jedem Grabstein eine ganze Welt? Nein, wohl eher Träume, Wünsche und Ziele. Unter diesem Grabstein liegt ein viel zu kurzes Leben, wie der Titel des Büchleins, welches die Schützenkompanie Lana im Gedenken an ihren Kameraden Oberjäger Franz Höfler herausgegeben hat. Am 26. September 1933 wurde Franz Höfler auf dem elterlichen Palmuthof in Niederlana geboren. 28 Jahre später, am 22. November 1961, verstarb er im Bozener Spital an den Folgen der nach der Verhaftung erlittenen Misshandlungen. Dazwischen lag ein viel zu kurzes Leben. Als Bauernsohn war er naturverbunden, musste mit der Natur leben und arbeiten. Von dem politischen Umfeld wurde Franz Höfler, wie wohl alle Kinder in diesen Jahren, von den vielen historischen Ereignissen unbewusst und auch bewusst geprägt. Faschismus, Nationalsozialismus, Option, Krieg und Kriegsende spielten eine zu große Rolle. Wir wussten natürlich nicht so richtig Bescheid, wir waren noch Kinder. Doch wir bekamen einiges mit und so wussten wir sehr bald zwischen Gut und Böse zu unterscheiden, erinnert sich ein Jahrgangskollege Höfler. Die Heimat war in Gefahr. Zwei Jahrzehnte Faschismus, einige Jahre Nationalsozialismus und vor allem nun die Assimilierungs- und Italienisierungspolitik hatten den Menschen in unserem Land arg zugesetzt. Ein Bekannter von Höfler berichtet, dass den Franz wie uns auch eine ungeheure Wut erlief, wenn wir daran dachten, dass man uns mit den Verboten einfach demütigen wollte. Auch der Franz sprach immer häufiger so: Das brauchen wir uns nicht mehr gefallen zu lassen. Es muss etwas geschehen. Anfänglich waren es eher harmlose Aktionen, wie das verbotene Hissen der weiß-roten Tiroler Fahne und das Malen des verpönten Wortes Tirol auf Straßen und Gehsteigen. Wir wollten damit nicht nur die Staatsmacht anprangern, sondern auch jenen Teil der eigenen Leute wachrütteln, die wir als zu gleichgültig betrachteten, erinnert sich ein Mitstreiter Höfers. Der Unmut über das sogenannte erste Autonomiestatut, mit dem man sich in der Region Trentino-Südtirol einer italienischen Mehrheit ausgeliefert fühlte, Volksfundbauten zugunsten der Italiener, verstärkte Zuwanderungspolitik und die vermehrten Verbote bzw. Übergriffe der Staatsmacht waren wahrscheinlich dafür ausschlaggebend, dass man sich dafür entschied, zu härteren Mitteln zu greifen. In der Nacht vom 11. auf den 12. Juni 1961 kam es zu demonstrativen Sprengungen von Strommasten. Menschenleben sollten geschont werden. Man richtete sich nicht gegen das italienische Volk, sondern gegen den italienischen Staat. Denn von dort her kam das Unrecht. Wie unvorstellbar groß müssen die Unterdrückung und die Demütigung gewesen sein, wenn Landsleute bereit waren, sich solchen Gefahren und Risiken auszusetzen. Nicht nur die Planung und Beschaffung war eine Gefahr, sondern vor allem die Aktion an sich, das Risiko, selbst in die Luft zu fliegen und letztendlich das Risiko, entdeckt zu werden, eingesperrt und gefoltert zu werden. Etwas über einen Monat nach der Feuernacht kam es zu den ersten Verhaftungen, der Beginn eines der dunkelsten Kapitel in der Geschichte unserer Heimat. Erniedrigung, Folterung und Misshandlungen mussten die politischen Häftlinge über sich ergehen lassen. Franz Höfler schrieb in einem Brief vom 26. September 1961. Bin am 15. Juli nachts verhaftet worden. Musste von Samstag bis Dienstag früh ununterbrochen in Habhaftstellung stehen, ohne Essen und Trinken. Am Dienstag wurde ich dann verhört, wo man mir das Unglaublichste vorwarf. Als ich dies alles verneinte, wurde ich dann mit Fußtritten und Fausthieb ins Gesicht überdeckt. Ebenso wurde mir mit dem Gewehrschaft so stark auf die Zehen geschlagen, sodass ich heute noch nach 2 Monaten am großen Zeh nicht geheilt bin und ärztliche Pflege bedarf. Bin dann noch 3-4 Stunden unter einer Lampe gestanden und habe daraus Schaden gezogen, da ich in den Augen empfindlich bin und jetzt weniger sehe. Sie haben mir dann noch das linke Ohr losgerissen, wo ich sehr blutete. Am Mittwoch wurde ich dann nochmals zu Boden geschlagen und ich war fast bewusstlos.
und diesen Misshandlungen endlich zu entgehen, habe ich dann ein vorgelegtes Protokoll unterschrieben. Grausame, unmenschliche Folterungen, an deren Folgen Franz Höfer am Abend des 23. November 1961 starb. Bis heute hat sich Italien für die Untaten der Carabinieri nie entschuldigt, geschweige denn Wiedergutmachung zu leisten versucht. Im Artikel 5 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte heißt es, niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden. In Italien gilt die Folter noch immer nicht als Straftat. Italien hat es bisher versäumt, das Strafgesetzbuch an das international gültige Menschenrecht anzupassen, obwohl Italien die UN-Konvention gegen Folter 1988 ratifiziert hat. In dieser UN-Antifolterkonvention legen Artikel 2 bis 4 fest, dass jeder Vertragsstaat dafür sorgt, Folter in seinem Hoheitsgebiet zu verhindern und unter Strafe zu stellen. Italien hat bis heute noch kein Gesetz verabschiedet, welches die Folter als Strafbestand einführt. Der Tod Franz Höflers und der spätere Tod Anton Gosners hat die Öffentlichkeit wachgerückt. Hatte man vorher von den Folterungen gehört, so waren jetzt diese beiden Toten stumme Zeugen für die schrecklichen Ereignisse in den Gefängnissen. Dennoch wurde niemand für den Tod zur Verantwortung gezogen. Offiziell war und blieb die Todesursache eine rein natürliche. Sehr geehrte Anwesende, nicht wenige von denen, die heute nicht hier sind, sind vielleicht der Meinung, eine Gedenkfeier dieser Art passe nicht mehr in unsere Zeit. Sie sei rückwärtsgewandt und man könne es bleiben lassen, weil die Erinnerung an die Toten verblasse und unser Leben nicht mehr betreffe. Wer so denkt, irrt sich. Leider denkt vor allem ein großer Teil unserer jüngeren Generation so. Eine Generation, die zum Glück in Frieden und Wohlstand aufgewachsen ist und die schrecklichen Erlebnisse nur aus Medienberichten kennt. Unser Gedenken an Franz Höfer heute ist für uns deshalb auch Mahnung, aus der Vergangenheit Schlüsse zu ziehen und danach zu handeln. Zugleich soll es aber auch Ansporn für jeden Einzelnen sein, alles zu tun, was möglich ist, um uns für unsere Heimat einzusetzen. Die Heimat ist, ob wir es schon wahrgenommen haben oder auch nicht, sie ist in Gefahr. Wir müssen uns endlich auf den Weg machen. Tirol braucht heute vielleicht mehr denn je Menschen, die sich trauen, selbstbewusst ihre Stimme zu erheben, gegen das, was nicht rechtens ist. Die es wagen, etwas zu unternehmen, um Missstände zu beseitigen. Es braucht Menschen, die vor allem Führungspersönlichkeiten, die ihr Handeln nicht nach dem eigenen finanziellen Vorteil ausrichten, sondern bereit sind, mit ihrer ganzen Kraft und Überzeugung für die Heimat einzustehen und dabei auch persönliche Opfer zu bringen. Tirol braucht Menschen, die bereit sind, Verantwortung zu tragen, um für das Land etwas zu bewegen. Die Geschichte lehrt uns, dass nichts bleibt, wie es war, und vor allem das nichts und schon gar nicht ein Staatsgebiet für die Ewigkeit bestimmt ist. Zukunft ist meistens etwas, das schon da ist, bevor wir damit rechnen. Deshalb muss für uns gelten, das Vermächtnis der Höflers, Gosners und Kerschbaumers weiterzutragen, einzustehen für die Freiheit und gemeinsam mit allen Menschen guten Willens an einer sicheren Zukunft für ein freies, selbstbestimmtes und wiedervereintes Land zu arbeiten. Das ist unsere Pflicht der Heimat gegenüber.